Schnell vergessen hier. Zur Truhe. Und zurück. Und Sprint. Und Sprung. Dango Nimmersatt wirkt nicht mehr. Und Sprung-Attack. Bam. Autsch. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Bin gerade ein bisschen vergessen, aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass du beim Abbauen von Sachen und von Sammeln, wenn du da mehrere Sachen auf einmal sammeln kannst, halt wie bei den Skeletten oder bei den Erzen, dass du mit einmal abbauen einfach gleich das dreimal abgebaut hast. Nicht so bei Red, dass du ja da Ewigkeiten dran rumsitzen musst, um die denn zu finden. Ja. Also die dann ja mal wieder. Ja, ich glaube, deswegen haben sie es halt gemacht, weil es einfach ja nur lästig war, ne? So lange an einer Stelle rumzustehen. Denn das sowieso jeder macht, ne? Jeder bleibt halt so lange stehen, bis er alles abgebaut hat. Um einfach da ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzubringen, haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, dann lohnt es sich ja, wenn du mit einem Schlag einfach gleich alles sammelst. Und dann macht man halt eben weniger Erze in die Umgebung. Dass du einfach dann also, von Erz zu Erz ist, das quasi dann die Zeit ist. Du rennst einfach von Erz zu Erz, ist dann die Zeit, anstatt da oben stehen zu bleiben und zu sammeln. Ja. Zudem geht es ja dann halt auch mal eine Ecke schneller, weil du ja dann halt ja auch meistens ja immer noch zusätzlich auf den Jagden die Sachen sammelst. Wenn du da gerade am Jagen bist und halt das ja wegläuft und du siehst ja dann Erz, dann nimmst du es ja mit. Aber es war dann halt teilweise auch wirklich ein bisschen nervig, dass es dann halt so Ewigkeiten gedauert hat und man halt erst dann halt teilweise zuerst ankam, wenn es schon spät war. Ja. So, Honigkeks schrieb so, der Kumpel hat gerade Zeit, schau nebenbei aber weiter. ZZZ. Gute Nacht. Ist der Kumpel so langweilig? Huch, dicke Finger. Kenn ich nicht. Nein, Spaß. Richtiger Arsch. Nein, ich weiß, was das ist, wenn man sich mal vertippt. Autsch. Na gut, was ich nochmal oder was? Ne, ich will mir die Rüstung machen. Fehlt mir noch ein bisschen was. Außerdem kann ich da ein bisschen das Jagdhorn, das neue, den neuen Stil da, den ich da jetzt schon habe, diese Wandelkunst ein bisschen üben. Ja, ich bin bei meinem gerade noch unentschlossen, ob ich halt den Schlitterschlag nehme beim Schild und Schwert. Ich glaube aber auch, ich wechsle wieder zurück. Die Kunst, die vorher drin war, weil die neue ist irgendwie
Weißt du, jetzt habe ich mich zu sehr dran gewöhnt, so zu kämpfen. Das Ding ist halt, ja, das würde mich mal nicht mal stören, aber das Ding ist halt, dass ich halt, wenn ich halt, ja, halt einen Angriff machen will, fängt an zu schlittern und wenn ich dann gegen den Gegner treffe, macht er diesen Hochsprung-Jump automatisch. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ich weiß, was du meinst. Gut. Ja, und den macht er dann halt, wie gesagt, automatisch. Dann bin ich gerade ein bisschen unsicher, ob ich den halt nehmen sollte oder nicht. Weil ich den jetzt nicht so cool finde. Oh, Honig. Ja, pass auf, dann kommt gleich ein Winnie-Pooh-Bär und würde den klauen. Das glaube ich auch. So, jetzt hier wird geritten. Howdy, wir in Texas reiten unsere Monster richtig cool. Lern auch du das richtige Monster Hunter reiten. Ride on, ne? Genau. Ich glaube, meine Waffe ist mega stumpf. So wie meine Wortwitze. Ha, 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 ha. Oh. Oh, ist schon so spät, ich glaube, ich muss gehen. Oh, schon soweit, ja. Dann ciao, ja. Bis morgen. Bis morgen. Bis übermorgen. Wenn du so schlechte Wortwitze machst, komme ich ja gar nicht mehr mit. Okay. Das verstehe ich aber. Boah, Alter. Wie hat der mich denn gerade voll weggeballert? Also ich kannst du dich erstmal entscheiden, wo du sitzen bleibst? Nein, das ist typisch nicht. Ja, gut, ne? Ich musste den Stream vom Fernseher auf Tablet legen. Oha. Hightech hier. Hallo, ich bin aus dem Tablet. Ich bin der Matrox aus dem Tablet. Hui! Oh Mann. Und jetzt okay, Stream aus. Das wird mir zu creepy. Ui! Du bist der Tablet-Miner. Ja. Ich habe gerade ein Nebenlager gefunden. Oh, ich noch. Gebiet. Ich noch gar nicht. Müsste ich auch mal gucken. Ja, aber... Eins der anderen Gebiete. Auch halt eher reiner Zufall. Mein Name ist Rainer. Reiner Zufall. Wow.
Yeah, Quest erfüllt, Mina. Schon wieder. Das ist schön. Ja, ich würde sagen, ich bin bereit jetzt für G-Rank. Ja, muss ich auch. Ich spiele jetzt nicht mehr, ich warte jetzt, bis G-Rank rauskommt. Bis die überhaupt rauskommt. Vielleicht sagen die ja auch, ja, wir wollten das nicht machen, halt einfach mal um was Neues zu machen. Oh, kann man dieses Quest erfüllt Video da irgendwie überspringen, so wie bei World? Nö, ne? Weiß ich jetzt nicht. Also ich hab's noch nicht übersprungen, noch nicht gefunden, besser gesagt. Ich würde gerne eine Rüstung schmieden. Was fehlt mir denn da noch? Ach, Machalit-Erz. Ich glaube, ich muss das nochmal machen. Oh, du musst das nochmal machen. Ja. Weil der Schnabel mir fehlt. Schuppen habe ich genug, Federn habe ich genug, Monsterknochen habe ich auch genug. Schuppen 3, Flammenbeutel 2, ja. Ich brauche nur den Schnabel, Machalit-Erz. Na gut. Ja, Charlie, ich höre dich. Da kann ich auch noch mal kurz gucken bei der Glewe, was da der andere Stil sein soll. Einfach nur mal kurz drüber lesen, was denn bei der Glewe drin steht. So doof, also beide genau gleich langsam. Nur einer macht Abtrenn-Damage, der andere macht Stumpf-Schaden. Wechselkunst. So, Tornado-Hieb ist das, was drin ist. Ein kräftiger Hieb, der in einem Knüppelangriff anschließt und die Waffe mit vollem Körpereinsatz schwingt. Der zweite Schlag ist besonders mächtig und bleibt dennoch vielseitig. Führe mit geladenem roten Extrakt einen Sprungangriff aus Ausdrücke. Ah, okay. Und was ist das hier? Tetrasiegelhieb? Ein Angriff, der auf der Stelle 4 Schläge austeilt. Einer der Angriffe trifft mit dem Siegel des Griffs, wodurch Pulverkinsekt angelockt werden kann. Okay. Klingt jetzt irgendwie relativ blöd. Aber ja. Okay. Ja, dann glaube ich, das letzte Mal jetzt nochmal das Vieh. Und dann machen wir die 3-Sterne-Quests. Und dann machen wir mit Mina Arena-Quests. Ne? Mina? Thomas? Ja? Ne? Thomas? Na, Miaunzen-Martok, du hast also zu Jäger geschafft. Miaunzlichen Glückwunsch. Gib weiter alles, damit du Jäger, damit du als Jäger so gut bist, wie es nur miauglich ist. So mache ich es auch, damit ich diese Lieferung so gut tragen kann, wie es mir eben miauglich ist.
Cool. Na gut, ich habe jetzt hier die normale Wechselkunst drin, naja. Ich glaube, ich bleibe dabei. Einfach zwei Angriffe derselben Note zufolge erzeugen einen Melodieeffekt. Und mit ZR werden einfach nur meine Fähigkeiten verstärkt. Und hier wäre halt ne, die Notenlinien mit ZR machen. Und ich glaube, das mit dem die eigenen werden verstärkt, heißt einfach nur, dass, glaube ich, die Melodien auf mir selber bei den beiden Stilen immer noch mal stärker sind. Also ich buff schon alle Mitglieder, aber auf mir selber sind diese Buffs immer stärker. Konnte auf Katze nicht aufsteigen. Jetzt ist das Vieh komischerweise ganz oben. Sprung. Hier erstmal kurz seinen netten Ausdauerkäfer mitnehmen, ne, Mina? Habe ich dir extra eingepackt. In etwa. Geil. Weiß immer wieder gern. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das weiß ich sehr zu schützen. Ja, das ist schön. Bin wenigstens einer. Aber so spielen sich halt die Noten, wie man sieht, ne, automatisch. Wenn ich ihn einfach nur angreife, kriege ich automatisch die Buffs. Das ist irgendwie cooler. Achso, und die Selbstverbesserung ist das wahrscheinlich, ne, mit ZR. Auf den Kopf, Junge. So, jetzt wird's richtig witzig. 1, 2, 3. Jetzt drehen wir uns. Und jetzt drehen wir das Horn. In the Pants spielt Monster Hunter Rise. Geil, Shadow, einfach geil. Gute Wahl, Shadow, gute Wahl.
Warum wohl? Mache ich automatisch den Stream an, wenn ich online in Switch komme. Warum nur? Weiß ich nicht, weil du geil bist. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt wo irgendwo Bullfango her. Fango, 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 Fango. Seilkäfer, move! Zack! Zack! Schön zum Abstürzen gebracht. Und jetzt reiten wir den Shit. Los geht's, Mina. Ich bin voll Badass. Ich spreche schon wie so ein richtiger Badass. Bam. K-Pop Martox on duty. Okay. K-Pop Martox hat verkackt. Aua. Wie frech. Aua, was soll denn das? Hör auf, mich zu unterbrechen! Wenn du meine Musik nicht magst, dann lass es mich doch anderweitig wissen. Jetzt reicht's! Hör dir jetzt mein Lied an, was ich für dich geschrieben habe. Jetzt! Ihr mega ausrastet. Jetzt hör dir mein Lied an! Okay. Aber sonst geht's gut, ja? Ja, geht so. Okay. Aua. In the jungle, the mighty jungle! Aua. Und wie spät ist es? Du gehst gleich ins Bettchen. Was? So Charlie? Achso. Der Charlie geht gleich ins Bettchen. Schreit er erstmal wieder die ganze Zeit rum. Das Monster ist einer der Leute, die deinen MH-Rap gedisliked haben. Verprügel ihn. Das geht nicht. Ich kann man nur mein Monster Hunter 4 Ultimate Rap disliken? Nein. Das ist unmöglich. Möglich. Möglich. Oder was sagst du dazu, Knosp? Findest du das auch nicht unmöglich? Knosp! Er sagt genau dasselbe. Dreh durch. Ach schade, ich dachte, er fliegt jetzt da genau rein, aber... Okay, pass auf, wir machen jetzt einen mega riskanten Move. Achtung, sieht aber gleich übelst krass aus auf dem Endbildschirm. Achtung. Riskante Attacke! Okay, ich hab's irgendwie nicht getötet. Moment, ich muss das nochmal machen. Nochmal, riskante Attacke! Hui! Ich krieg grad Prügel. Ich auch. Los geht's! Bams, bams! Bams, aua. Ach man, ich hab die Wasserpest. Ja, wenn du mehrmals den Käfer benutzt, also dieses Wegseilen, dann geht der, ja, geht der Effekt schneller weg. Ja, hab ich mehr. Ich hab ihn gerade zweimal eingesetzt. Aber das ist cool, dass das man jetzt so weit machen kann. Ja, finde ich auch geil, dass
mal nicht nur die Items, ne, dazu nehmen, sondern dass du jetzt auch eine optionale hast. Warum ist es gerade so nervig? So, Shadow schrieb noch davor, ich habe jetzt ein bisschen gespielt und ein bisschen was gesehen, bin ultra verwirrt. Viel zu viel Kram, den ich mir nicht durchlese. Cool. Das ist immer gut, wenn man sich das nicht durchliest, was das Spiel einem da so für Möglichkeiten anbietet. Kann ich nur jedem empfehlen. Spielt mal ein Spiel, am besten Story-Games und skippt einfach alles. Und am Ende sollt ihr dann bitte die Story zusammenfassen. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Ein Monster haut ab. Das soll nicht abhauen. Nein, ist ja alles okay. Nö. Ja, so spiele ich immer Spiele, deswegen finde ich 90% aller Spiele shit. Schon mal nicht überlegt. Oder schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht nicht, dass du der Shit bist. Und nicht die Spiele. Boah, das hast du jetzt nicht gesagt. Hä? Ich habe gesagt, hat er nicht mal schon darüber nachgedacht. Ich habe nicht gesagt, dass es so ist. Sondern kam ihm nicht mal irgendwann der Gedanke. Ja. Er schreibt, ja, ey. Ich wollte dich nur zum Nachdenken anregen. Das war nicht beleidigend gemeint. Und das gibt dir jetzt den Recht, den armen Jungen zu beleidigen. Vielleicht bin ich auch der Shit. Das so oder so. Erst recht nach dieser Aussage. Wenn ich mir dann die Story durchlese, ist die trotzdem noch Müll. Achso, okay. Hast gewonnen. Ja, beim Monster Hunter auf jeden Fall. Boah. Ja, sorry, aber ne. Spiel glänzt sich jetzt nicht durch seine tolle Story. Doch, die ist super mega krass. Story war noch nie besser. Wenn du das sagst. Dann muss das wohl so sein. Hey, wo gab's jetzt, denn wo gab's jetzt Machalit Erz im Wald, ne? Oder wo sag ich, gucke jetzt im Wald nach. Im Monster Hunter gibt es Story. Ja, aha. So halbwegs. Ich glaube, es kommt eine Sequenz, ne? Wir waren noch nicht im Wald, oder? Ja, kurz weg. Jo. Among these endless streams, naught is what it seems. Beasts lurk in the shadows, claiming many a soul. Beware these dark waters, they will swallow you whole. Muss ich fotografieren. Jetzt habe ich vergessen, ich muss mich nachher nochmal dran erinnern, das Ganze auf Monster Hunter Sprache zu stellen. Ich muss gerade... Ich habe etwas gefunden, was mich jetzt schon mal stört. Ich hätte die Leuchtkäfer gerne wieder. Die haben mir wenigstens einigermaßen den Weg gezeigt. Oh Mann, Mina, oh Mann. Seit wann gibt es bei Expedition, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt hier, seit wann gibt es in Expeditionen Vorratsobjekte in der Truhe? Sowas wie Erste Hilfe und Rationen. Vielleicht haben die das neu gemacht. Ich beschwere mich nicht, finde das gut, aber ich bin verwirrt. Glücklich, aber verwirrt. Ich hätte gerne auch einen Döner. Notiz an Martox, ja, nämlich nachher Monster Hunter Sprache umzustellen. Sehr gut, danke, Shadow. Der Schwanz ist ab. Ja! Oh nein. Das würde mich als Mann sehr kränken. Ach, pappalapap, der wächst nach. Ich bin kein Lurch. Ja, selber schuld.
Ja, was fällt dir auch ein, nicht als Lurch geboren zu werden? Alter. Da kommt der Bär übelst angepisst wie ein Formel-1-Wagen, Alter. Jetzt battlen die gegeneinander. Sollen die machen? Ich lulle den Schwanz.